Den nächsten Film haben wir letztes Jahr auf dem Unabhängigen Filmfest Osnabrück entdeckt. Eine wahre Entdeckung. Es handelt sich um Petite Maman, als wir Kinder waren, von Céline Sciamma. Céline Sciamma, diesen Namen hat man vielleicht schon mal in Zusammenhang gehört mit dem Film Porträt einer jungen Frau in Flammen. Der hat 2019 einen riesigen Erfolg in den deutschen Arthouse-Kinos gefeiert, aber auch international. Und dieser Film, der ist sehr kurz, der ist erst einmal knapp über eine Stunde lang, aber auch wahnsinnig schön, unfassbar zärtlich erzählt, so dass er auch mich zu Tränen gerührt hat. Meine Kollegin Clara erzählt ihn jetzt, wie sie den fand. Und am Ende sei nur noch gesagt, Mama, schau dir diesen Film an. In dem französischen Drama Petit Moment, als wir Kinder waren, nähert sich die Regisseurin den Themen Verlust und Trauer. Dabei geht sie schmerzhaft tief in die Emotionen, die man doch so ungerne fühlt, und macht damit, wie schon in ihren Filmen zuvor, alles richtig. Sie bedient sich erneut des weiblichen Blicks und geht trotzdem noch einen Schritt weiter. Petit Moment erzählt von der 8-jährigen Nelly. Ihre Großmutter ist gestorben und ihre Eltern räumen das Haus der Oma aus. Dort ist kein Platz für ein kleines Kind und so beginnt sie in die Kindheit ihrer Mutter Marion einzutauchen. Denn auch die war mal klein. Beim Spielen im Wald trifft sie auf ein gleichaltriges Mädchen, das mehr zu wissen scheint, als ihre Eltern ihr jemals erzählt haben. Und eine unwirkliche und mystische Zeit beginnt. Ich bin ehrlich. Sobald ich beginne, von diesem Film zu sprechen, tut es weh. Es tut weh in der tiefsten Ecke meines Herzens. Aus so einem warmen und wirklichen Film über Kindheit, Trauer und die Beziehung zwischen Mutter und Tochter war ich nicht vorbereitet. Solch eine Liebe, die in das Setting, in die Figuren und in jedes noch so kleine Detail, sei es im Raum oder im Dialog, geflossen ist, habe ich selten so gespürt wie in diesem Film. Céline Sciamma begibt sich nicht nur auf die Erzählebene ihrer jungen ProtagonistInnen, sondern lässt sie auf eine fast schon erschreckend authentische Weise von sich selbst erzählen. Ich habe mich plötzlich in das Haus meiner Großeltern zurückversetzt gefühlt. Ich habe die alten Tapeten und das blasse Holz gerochen und die Einsamkeit und die Angst der jungen Nelly und ihrer Spielkameradin gespürt. Warum machst du dann so ein Gesicht? Ich wollte noch eine Nacht bleiben. Fährst du? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Ich wollte Nelly einladen, heute Abend bei mir zu übernachten. Siehst du, ich wurde eingeladen. Das sehe ich. Warum fährst du jetzt? Um bei Maman zu sein. Schade, es gibt heute Crepe. Ja, das ist schade. Ein andermal? Nein, es gibt kein andermal. Céline Sciamma hat es selten wie eine Regisseurin verstanden, eine Geschichte so greifbar zu machen. Es gibt wenig Vergleichbares, was so sensibel und gleichzeitig so pointiert die passenden Worte und Gesten findet. Petit Moment, für mich ein Film, der mich zu Tränen gerührt hat und jetzt schon einer der besten Filme 2022. Danke.